Du hast multiple Sklerose und vielleicht ist die Diagnose noch gar nicht so lange her. Und aber einfach auf diesen nächsten Schub warten, für dich überhaupt keine Option ist, dann bleib dran. Viel Spaß. Hi, ich bin Ilke vom Kanal mit Ilke. Schön, dass du hierher gefunden hast. Auf meinem Kanal geht alles rund um die Multiple Sklerose und was du selbst tun kannst, um aktiv für deine Gesundheit zu werden, was dir passt und dass du nicht einfach hilflos und abwartend auf den nächsten Schub warten musst. Ja, und ich muss ganz klar sagen, das ist für mich keine Option. Und das ist für mich eine Entscheidung zu sagen, ich gehe nicht in diese Passivität und warte auf den nächsten Schub. Du hast jetzt Multiple Sklerose und das ist ja unheilbar zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, viel wird gesagt, da kann man nichts machen. Du kannst auf dein Glück appellieren, du kannst eine Basistherapie machen. Die Ratschläge, die ich noch bekommen habe, gesundes Essen kann helfen, Stressreduktion auch. Aber sonst ja, sind uns die Hände gebunden, einfach für unsere Gesundheit aktiv tätig zu werden. Und das ist falsch. Die Entscheidung, die du treffen darfst, und das ist ein Prozess, vielleicht findest du das jetzt auch irgendwie blöde, dass ich dir das jetzt sage, aber es ist ganz klar deine Entscheidung, wie es gesundheitlich weitergehen kann. Du legst die Basis dafür, wie es weitergeht. Du kannst entweder alles so handhaben, wie du es bis jetzt gemacht hast, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das kann keine Option sein. Es wird einen Grund haben, warum dein Körper dir diesen Warnschuss Multiple Sklerose gegeben hat. Und ich möchte dich hier wirklich zu einer ehrlichen Rückschau ermutigen. Schau auf dein Leben und überleg mal, wo Verhaltensweisen oder Routinen stecken könnten, die letztendlich nicht gut für deine Gesundheit gewesen sein können. Aber wenn du schon sagst, okay, das ist keine Option, ich will etwas ändern, ich habe nur keine Ahnung wie, dann bist du herzlich eingeladen, hier diesem Kanal zu folgen und in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Auf Instagram findest du mich auch. Ich zeige dir Möglichkeiten auf, die du hast. Und diese Möglichkeiten, die Gesundheit wirklich aktiv selbst zu beeinflussen, und das mache ich jetzt wirklich, ja, diese Diagnose habe ich jetzt fast 18 Jahre und ich gestalte meine Gesundheit selbst. Und ich bin schubfrei. Ich merke meine Krankheit zwar an der einen oder anderen Stelle, aber auch wenn es jetzt mal schlechter gehen wird, habe ich einen ganzen Werkzeugkoffer von Möglichkeiten, die mir dabei helfen werden, meine Gesundheit wieder in Balance zu bringen. Und daran möchte ich dich teilhaben lassen. Deswegen, das Allerwichtigste ist für dich, wenn du dich traust, dem entgegenzublicken und anzuschauen, was da los ist, warum dein Körper mit diesen komischen Symptomen reagiert, dann setz dich damit auseinander, wie du aktiv gegensteuern kannst. Und meine Rede ist auch, was als erstes immer kommt, ist die Ernährungsumstellung. Ja, gesunde Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Das muss aber nicht unbedingt für dich der Fall sein, wenn du noch nicht so weit bist. Vielleicht kommt das an einer späteren Stelle. Ernährung ist ein Tool, wovon du viel hier auf meinem Kanal findest. Und schau dir das gerne an. Ich bediene nicht alles, aber ja, gerade die
ja, ketogene Ernährung oder damit auch gleichzeitig die glutenfreie Ernährung. Davon wirst du hier viel erfahren. Und ich bin ein großer Verfechter davon, unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen, um ja, einfach Stoffe, die nicht in den Körper ursprünglich auch gehören, einfach aus dem Weg zu gehen. Aber vielleicht ist das nicht dein Weg, sondern vielleicht sind andere Routinen für dich wichtiger. Und es wichtig, dass das, was dich zum Ziel führt, ist, dass das, was du tust, zu dir passt. Und dass du nicht alles auf einmal machst, so wie wir jetzt gerade am Jahresanfang dazu neigen, immer alles auf einmal zu ändern. Beispiel, wir nehmen eine Jahresmitgliedschaft im Fitnessstudio an. Das ist ja so der Klassiker. Ich persönlich habe das noch nie gemacht. Aber ja, und dann im Februar sinkt die Motivation, da wirklich regelmäßig hinzugehen. Also hab das im Kopf und du darfst die Sachen umsetzen, die dir Spaß machen. Und wenn das ist, wenn du nicht weißt, was das ist, dann ja, lass uns zusammen auf den Weg begeben. Ja, deinen Weg mit MS zu beschreiten und deinen Weg zu suchen und zu finden, wie du deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen kannst. Ich freue mich, wenn du mich kontaktierst. Und bis dahin, alles Gute, bleib gesund. Ciao, deine Ilke.